Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retropanner quält sich. Und heute haben wir einen Wunsch von Games von gestern dran. Und zwar Back to the Future 3 auf dem guten alten Mega Drive. Wie ihr seht, so die Nintendo-Konsolen habe ich mittlerweile schon so ganz grob abgegrast, was die schlechten Spiele angeht. Zumindest den Game Boy gefühlt, war so richtige Schocker, habe ich da noch gar nicht mehr so wirklich gefunden. Wenn ihr mal auch einen Wunsch habt, ne, egal ob 8 oder 16-Bit, egal welches System, ab in den Kommentaren damit. Es sollte ein schlechtes Spiel sein, das auf irgendeine Art und Weise eben schlecht ist. Egal ob es schlecht designt ist oder einfach nur verdammt schwer ist, unfair schwer. Ab in den Kommentaren damit, dann gucke ich mir das alles mal an. Ich habe noch eine lange Liste abzuarbeiten, aber ich bin über Wünsche immer sehr dankbar. Und wie gesagt, der gute Games von gestern hat sich dieses Spiel hier gewünscht und soweit ich weiß, hat auch der Angry Video Game Nerd das schon mal in einer Folge erwähnt. Das ist ja immer ein Adelszeichen von Scheißspielen, nenne ich es einfach mal. Und wir wollen mal gucken, ob das Spiel wirklich so schlecht ist. Eigentlich so von der Musik her passt das eigentlich. Ich habe die Zurück in die Zukunft Trilogie sehr gern gemocht, wobei der dritte Teil so ein bisschen, ja, abgefallen mal im Vergleich zu den ersten beiden, aber schauen wir mal. In der ersten Mission sind wir hier als Doc Brown unterwegs und müssen hier die holde Dame retten. Das folgt also dem Plot. Okay. Es ist ein Autoscroller und ich muss anscheinend Hindernisse überwinden. Und ich habe jetzt schon verloren. Ich habe gerade schon mal das Spiel so ungefähr angetestet und das Geile ist, selbst im Autoplay-Demo schaffen es die Entwickler nicht, das vernünftig zu spielen. Also ihr braucht sehr unmenschliche Reaktionen auf jeden Fall, um das auch irgendwie nur ansatzweise das Level zu schaffen. Ich habe mal bei YouTube kurz gegoogelt, es gibt ein Walkthrough durchs gesamte Spiel. No Deaths, also der hat das wirklich auswendig gelernt. Respekt an die Reflexe, die der junge Mann oder die junge Frau hat. Und das dauerte 5 Minuten noch was. Also, es ist wohl, ja. Okay, so, da springen wir drüber. Da ducken wir uns weg, da schießen wir. Da springen wir rüber. Oh. Ey, es geht so schnell. Ah, verdammte Hacke. Das muss man echt auswendig lernen, ne? Oh. So schnell kann man doch gar nicht reagieren. Man hat so gut wie keine Voraussicht. Okay. Verdammt, okay, Taste verwechselt, das war jetzt mein Fehler. So, dann. Also ihr habt drei Buttons, ne? Springen, ducken. Also dieses Moskito habe ich das gerade echt nicht gesehen. Ihr? Vor allem, das Spiel ist ja so dunkel. Warum ist das Spiel so dunkel? Das ist ja noch schlimmer lesbar, als es sein müsste. So. Ah! Springen. Ich versuche mal hier mal ein bisschen mehr. Ich sehe die einfach nicht. Also diese Moskitos. Okay, so. Ach, okay, Button verwechselt. Mein Fehler. So, dann mal hier ducken, nicht springen. Ducken, schießen. Wie schnell man in dieser. Mal gucken, wie weit ich. Okay. Ich komme zumindest immer einen Tick weiter. Immerhin. Zack. 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 Ducken, glaube ich. Oh. Ducken und den gleich schießen. Also. Und schon wieder, ne? Ich muss mich doch hier erstmal grob orientieren. Jetzt kommt hier der. Okay.
wollte ja mal mit ein bisschen mehr Ehrgeiz herangehen. Ja? Ich will mal weiterkommen. Ich weiß halt nicht, wie unterhaltsam das für euch ist, wenn ich hier wirklich abspacke ohne Ende. So. Ach, das hat er mal früh abgeworfen. So. So. Rüber. Da habe ich mich jetzt aber geduckt. Ich hab gedrückt. So. Okay. Also, was war das? Springen, ducken, schießen, springen. Schießen, ducken, springen, dann Kampf, piu, ducken. So, da war doch. Also diese Moskitos, die sind wirklich schwer sichtbar. Also ich versuche hier mein Bestes, ne? Ich versuche hier mein fucking Bestes. Habt ihr das gesehen? Da habe ich mich aber geduckt. Und. Oh. Ihr habt das gerade auch gesehen, ne? Das war gerade mal so die Hälfte des Levels. Also. Das Spiel ist, glaube ich, wirklich nicht wert, da jetzt so viel Mühe reinzustecken. Aber einmal versuche ich es noch. Ich will mal gucken. Okay. das war das Ducken. Ach nee. Ich wollte mit mehr Ehrgeiz rangehen, aber es macht einfach keinen Spaß. Ihr müsst das einfach wirklich auswendig lernen und dann geht's weiter. Nur das Problem ist, wenn das Spieldesign gut wäre, dann könnte man ja sagen, okay, es lohnt sich das jetzt auswendig zu lernen, um dann halt weiterzukommen. Aber was ich so in meiner Vorrecherche gesehen habe, erwartet euch da jetzt nur weitere Minispiele. Das ist einfach nur Mist. Also wirklich ein würdiger Kandidat. Vielen lieben Dank, Games von gestern, dafür. Und ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Ich hoffe, das nächste Spiel wird nicht ganz so dröge in dieser Serie. Wobei, das ist eigentlich Sinn der Sache. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut. Tschüss.